Willkommen zum, jawohl, meine Freunde, 50. Part von Let's Play Die Legende von Zelda The Wind Waker. Ja, wir sind immer noch im Sephir-Tempel unterwegs mit unserem kleinen großen Freund Bakulus hier. Wir gehen jetzt in den nächsten Raum, in dem uns, ja, wie ich schon im letzten Part erwähnt habe, bekannte Gegner waren, nämlich die Typen hier. Aber jetzt haben wir eine sehr effektive Waffe gegen die. Nämlich den Enterhaken. Damit können wir sie heranziehen. Damit geht ihre Aura weg. Und ja, sie sind nicht mehr ganz so nervtötend gefährlich. Mal gucken. So, Freund Makros, der muss uns mal wieder ein paar Bäumchen pflanzen. Ja, wir haben im letzten Part schon einen großen Teil des Tempels eigentlich geschafft. Wir haben den Dungeon-Gegenstand erhalten, nämlich, wie ihr gesehen habt, den Enterhaken. Ich glaube, da unten, ich glaube, sterben tut man nicht, wenn hier runterfällt, sondern da ist halt auch nur so eine Grube mit so einem, diesen Tentakeldingern, die uns Magie klauen, die schaden uns nicht mal, die klauen uns halt nur Magie. Ich brauche unbedingt Leben, sehe ich gerade. Wir haben den Zwischenboss besiegt, den man unbedingt fotografieren sollte, Freunde, bevor man ihn besiegt, weil es gibt nur diese eine Chance dafür. Und ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon erfahren, die Enterhaken, der Enterhaken lässt sich an die Bäume wunderbar anhaken hier. Wie gesagt, diese blauen Tode sind wirklich die Hölle. Wenn die einen treffen, ohne, also mit ihrer, solange sie noch ihre Aura haben. Gut, die sind alle tot. Okay, Makros, pflanzen uns mal ein paar Bäume. Ich glaube, da oben sind auch wieder aufpassen. Ich glaube, da könnten auch wieder Grabscher oder so sein. Ich weiß gar nicht. Jawohl, da oben ist ein Grabscher, wie ihr seht. Aber ich glaube, der bringt Makros nur wieder sein übliches Gefängnis. Da kann, glaube ich, nicht allzu viel passieren. Aber das sollten wir natürlich trotzdem vermeiden. Ich weiß nicht, ob der jetzt sich hierher bewegt. Gut. Ich stelle mal ganz in die Ecke, damit ich genug Zeit habe, mit Link hier hochzukommen. So, Enter-Häkchen. Ah, oh, kurz kann man nicht, wa? Nee, man muss. Oder kann man abkürzen? Man kann sogar abkürzen. Der regelt anscheinend nur auf Link. Magie, na gut. Ja, das wäre mir natürlich lieber gewesen. Wie ein Zwacken, okay. Ah, hier ist ein Herzchen drin, okay. Ah, ich mache mir keine Sorgen. Aber ja, genau deswegen brauchen wir nämlich Makros hier. Wir müssen nämlich zweimal diesen Schalter betätigen. Ja, und Geld natürlich. Ja gut, ich brauche doch Geld. Das reicht nur lange. Ich habe jetzt noch einen Zehner. Gut. Okay, hier gibt es nur Geld. Ah ja, genau. Jetzt geht hier unten das auf. So war das. Und ich glaube, irgendwo ist hier noch eine Truhe. Können wir mal auf die Karte gucken? Jawohl. Auf der rechten Seite ist noch irgendwo eine Truhe. Also links von Link, also da irgendwo. Da, okay.
Aber die sollten wir eigentlich leicht kriegen. Ey, das war ein Treffer. Warte mal, wollt ihr mich verarschen? Wir müssen jetzt natürlich warten, bis der Wind aktiv ist. Wir sollten selbstverständlich... Ja, wir sehen, es ist jetzt voll unser Menü hier, unser Item-Menü. Der Endhaken war halt das letzte. Und hier fehlt noch da ein Item, das wir uns nach diesem Tempel holen werden. Und hier kommt natürlich das Triforce noch hin. Ja, wir haben 34 Karten von, Moment, von, nein, du sollst springen, danke. Ah, hier kann man nicht mal so ganz hoch wehen, das ist ganz komisch. Mal gucken, was haben wir denn hier? Aber das ist nicht die Karte, die muss noch irgendwo anders versteckt sein. Das ist ein Glücksamulett, okay. Ich möchte jetzt kurz nochmal auf die Karte gucken. Genau hier gegenüber ist noch. Auf dieser Etage, okay. Nehmen wir mal. Ja. Da werden wir jetzt gleich nochmal hingehen. Sind da nicht. Das könnte der Schlüssel oder ähnliches sein, oder halt bloß die Schatzkarte. So. Makoros natürlich nicht vergessen. Oder Makoros, ich weiß nicht, wie spricht man das aus? Makoros? Makoros? Schaffst du das? Und der Wind gibt uns jetzt noch ein bisschen Aufsehen, dann sollten wir es schaffen. Ja, man kann natürlich da auch auf diese Dinger rauf, aber es wird nicht viel bringen. Da gibt es halt nichts. Aber hier gibt es noch Büsche, mal gucken, ob hier ein paar Ärzte drin sind. Magie, na gut. Ist auch wichtig. Pfeile, ja, na gut, bitte. Das hat aber auch schon mal besser geklappt hier mit den Büschen, dass die das ausspucken, was man braucht. Pfeile habe ich voll. Warum spuckst du Pfeile aus? Magie habe ich auch voll. Ärzte wären jetzt wichtig gewesen. Mir fehlen 6 Stück oder fast 6 Stück. Ah ja, okay, hier sind diese Typen. So, die werden wieder lebendig, wusste ich gar nicht. Okay, wir haben sie alle erwischt. Hat uns natürlich wieder ein bisschen Energie gekostet. Makros wurde... Aber ich habe keine Ahnung, ob die eine begrenzte Energie haben hier, wenn die angenommen werden. Ob die irgendwann auch sterben können oder so. Das ist nur eine normale Truhe, wahrscheinlich ein Schlüssel. Okay. Und jetzt Bomben kriegen wir sie zwar auch nicht, aber... Hier werden jetzt Pfeile hier angebracht gewesen. Aber gut, Pfeile haben wir gekriegt. 97 haben wir jetzt wieder. Okay, also. Ja, wie ich das wohl prediktet habe, dass das ein Schlüssel ist, war. Aber eigentlich offensichtlich, weil. Wenn es nicht der große ist, kann es eigentlich nur ein kleiner Schlüssel sein. Eigentlich ganz klar. Wir müssen jetzt hier durch den Ventilator natürlich. Aber nee, warte mal, stimmt ja nicht, Freunde. Das ist eigentlich Blödsinn, was wir jetzt machen. Da ist ja noch ein Raum, ihr erinnert euch, wo eine Steinplatte davor ist. War denn der? Der war, glaube ich, weiter oben, ne? Da müssen wir auch nochmal hin.
muss warten. Zwar hier. Bombs. Mann, geh nach da. Ja, natürlich, ey, du Arschlochkind. Ja, der muss natürlich die Kugel genau an den Rand schmeißen, wo ich nichts einsammeln kann, weil die Hälfte runterfallen wird, ey. Liegt der auch eine Kugel, ja. Bomben, ja, ein Herz, na schön. Eigentlich mein Herz, sehr schön. Noch eins. Das Herz stürzt auf die Ab. Nein! Warum musste der jetzt so eine Scheißaktion machen? Nee, das ist die falsche Richtung. Da müssen wir lang. Du musst mich sicher jetzt nicht noch hier abschießen. Okay, hier gibt es eine Menge Herzen, na schön. Ich wollte Motherfucker. Ja, entschuldigt Leute, aber. So, jetzt wieder Makoros, der muss natürlich mit. Er muss ja das Lied spielen. Oh, Makoros, flieg mal in den Wind. Flieg mal in den Wind, Makoros. Ja. Na? Natürlich. Kurz vorm Ziel. Ja, Kamera, könntest du dich mal für eine Richtung entscheiden hier? Das gibt's ja nicht. Ja, natürlich wieder kurz vorm Ziel. Ja, das ist ja ganz unterfallen, herrlich. Mann, ist das gemein, ey. Warum musste da noch so eine scheiß Kante vor sein, dass man da nicht dran vorbeifliegen kann, ey. Oh Mann, das gibt's doch nicht, ey. Oh, das gibt's doch genau auf die scheiß Kante, dass er nicht mit hochkommt. Ja, natürlich. Mann, ey, das ist wieder eine Scheißspielerei hier. Ja, ich bin jetzt so hoch gewesen, ich kann jetzt nichts machen. Er ist unsteuerbar im Wind. Und jetzt muss ich wieder runterfliegen. Wenigstens bleibt erstmal auf der Kante stehen hier, ey. Natürlich. Oh Mann, ey. Was soll die Scheiße? Warum müssen hier überall so eine beschissene Kanten sein, an denen hängen bleibt, ey? So, jetzt hier rückwärts. Na endlich, ey. Oh. Das hat ja jetzt ewig gedauert, ihn hier hochzuzaubern, ey. Weil hier war ja noch eine Raum mit einer Platte davor. Der muss ja wichtig sein, sonst wäre der ja nicht hier. Ja, am besten wir lassen Makoros darüber fliegen. Lass uns nochmal hier landen. Dass er auch sicher schafft. Ich werde mal hier vorne stehen lassen, damit er nicht. Was? Der hat. Raum
kennen wir ja hier schon. Was sollte das jetzt wieder? Ich hab doch geschlagen, ey. Und das Spiel verarscht mich an Spiel. Von vorne und hinten hier. Von vorne bis hinten hier. Dann bin ich wieder hier, na dankeschön. Entschuldigt, meine Freunde. Ich bin immer zu wieder, was soll denn das? Ja, da bin ich wieder. Kurze Unterbrechung. Also, wo waren wir jetzt? Ach ja, wir wurden hier wieder brutalerweise rausgeschmissen. Und natürlich sind die Typen wieder da, die wir gerade fertig gemacht haben. Natürlich werden wir natürlich gleich beide. Ja, was soll ich denn jetzt machen hier? Hallo? Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Was macht denn der Typ hier? Ja, jetzt ist der Wind natürlich auch noch weg. Oh. Ich hab gleich keine Magie mehr. Richtig toll. Schießling, danke. Ich habe keine Magie mehr, richtig geil. Oh. Was ist denn jetzt los hier auf ihm? Warum funktioniert denn jetzt nicht mehr hier, ey? Mann, hau ab hier, Mann, diese scheiß Viecher nerven. Warum funktioniert denn auf ihm nicht mehr hier? Was ist denn das für ein Scheiß? Gib mir nochmal ein bisschen mehr Energie, Mensch, hier. Ein bisschen mal mehr Magie. Oh ja, nur so eine kleine Typ. Mann, du sollst das Blatt ausrüsten, Link. Hier durch, ich hab keinen Bock mehr hier. Er ist natürlich jetzt wieder auf der Seite des Raums. Cool, wie die genau mit der Magieflasche gespawnt ist, die Kugel. So, jetzt kriegen wir endlich mal ein bisschen was Sinnvolles hier. So. Ach komm, Freunde, warte jetzt an, ich hab jetzt die Schnauze voll hier. Ja, du greifst mir nicht nochmal an, du Scheiß hier. Immer hier dran gerüttelt, so. Die Schuhe anziehen. Ja, manchmal ist das frustrierend, oder? Funktionieren, alle Sachen funktionieren auf jeden Fall nicht mehr und man muss alles
Doppel und drei machen, dreifach machen, so. So, uns hier die Makrohosen, dann trauen wir den da schon rüber, dann brauchen wir den nicht noch dreimal fliegen lassen, weiß ich was alles. Ja, die Klingenfallen sind Gott sei Dank langsam und fahren nur hin und her und reagieren nicht erst, wenn man kommt, so wie in den legendären 2D-Teilen. Weil die Klingenfallen immer eine, ja, recht miese Sache waren, die immer erst, wenn man dicht genug dran war, angefangen haben zu reagieren. So, Makoros. Nein. Komm. Und jetzt spielen wir nochmal die Melodie, Freunde. So. Da, da, da. Ich finde die Melodie ganz cool eigentlich, die Hymne des Sephir-Gottes. Vor allen Dingen hier in dieser Streichinstrument-Version finde ich wirklich sehr schön. So, ah, seht mal, Freunde, was wir hier haben. Drei Nimbus-Garden. Helm ab, Panzer ab. Moment, 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 Moment. Ja, natürlich. Ja, das ist auch eine normale oder Finster bzw. Schattengarn. Ja. Hört ihr mal auf, mich hier umzuschmeißen? Okay, der erste ist schon mal tot. So. Treffer. Versenkt. Ja, er haut seinen eigenen Kollegen um hier. Gut. Ja, der hat ein Schild. Damit ist er eine Nummer höher als die anderen ohne. Und es gibt noch eine höhere. Also würdest du mal bitte sterben? Gibt's da ja nicht. Der scheint ein bisschen mehr Energie zu haben. Der hat jetzt ganz schön ausgehalten. Gibt eben noch ein Stärke. Ah, hier ist der Schlüssel, genau. Hier ist der Master-Schlüssel. Aber wie gesagt, eine Truhe gibt es natürlich noch irgendwo. Ich will den 10er haben. Der ist doch zu schade, um darauf zu verzichten. Schön Herzchen, sehr schön, noch ein 10er. Aber der 10er hat keinen hinterlassen, wie es aussieht, okay. Ein weiterer Master Key. Die großen Schlüssel gefunden. Rufe den Kartenbildschirm und sage, jawohl. Der Kartenbildschirm, nein. Kartenbildschirm, da haben wir jetzt, ja, da ist eine Truhe noch. Ich glaube, das müsste die sein, die uns noch fehlt. Hier oben ist keine mehr. Hier ist auch keine mehr, ja. Ja, wir müssen jetzt nur noch ganz nach unten und ihr seht, es ist noch ein Stückchen bis zum Boss hin. Naja. Ja, natürlich. Ja, manchmal verschätzt man sich in der Perspektive. Das war jetzt natürlich nicht so gewollt. Wir machen das wieder runter und dann können wir hier wieder direkt. So. Hier. Da drüben, da hinten bei den Nimbus, bei den... Da war ja eigentlich genug, ja.
Latein sozusagen. Gut. Geld und Energie, so wollen wir das. Ja, es gibt nur eins zu tun für uns, Freunde. Wir stürzen uns hinab. Auch den Ventilator. Auf den können wir nicht stehen, da rutschen wir direkt runter. Ja, falls wir doch nochmal hoch müssen. Der Markus kann natürlich einfach fliegen, aber Link, der kann nicht. Ach so, ja, wenn der Ventilator sich dreht, können wir den Schalter nicht betätigen, weil Link dann so hoch springt. Gerade genau hoch genug, um genau in die Ventilatorblätter zu springen. Weil ihr seht, die sind so ein bisschen angeschrägt und ja, der unterste reicht gerade. Und der fährt uns das Ding halt wieder nach oben. Und das reicht gerade so weit runter, dass Link da genau rein jumpen kann. Ja, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich denke, wir gehen noch zum Boss. Das können wir vielleicht noch schaffen. Ach ja, dieser Raum. Ich erinnere mich an diesen Raum. Ach, hier sind auch noch die Dinger. Natürlich. Fast genauso toll wie der Endbossraum, wie der Zwischenbossraum. Wo ist der jetzt wieder hin? Da. Achso. Oh. Ja, natürlich besonders mies. Wie so eine Typis hier. Ja. Warum ist der bitte jetzt nicht tot geblieben, ey? Jetzt noch dieses scheiß Markus. Aber wie ist es einer? Verhindert jetzt nicht mehr die Zielerfassung. Okay, er ist tot. Und nein, Freunde, das waren noch nicht alle Gegner. Das waren noch nicht alle Gegner in dem Raum. Drin und sinnvolle? Nee. Bisschen Rubine, na gut. Denn ihr seht ja, da oben sind noch Krüge. Okay, der war leer. Der ist auch leer. Okay, die sind alle leer. Mindestens ein von den Krügen müsste noch ein Gegner drin sein. Hier ist auch leer. Guck mal, der Enter. Ach nee, ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Natürlich. War nicht die Ente, war nicht die Krüge, sondern die Dinger da. Dann brauchen wir die Stiefel. Erstmal.
Ja, okay. Die muss ich einfach noch rüber ziehen, weil sonst kommen wir da nicht mehr hin, Eggie. Maske abmachen. Natürlich. Das ist nicht euer Ernst. Er hat mich ganz runtergeschmissen. Das ist nicht euer Ernst, ey. Oh, ist das gemein, ey. Der hat mich ganz nach unten geschmissen, dieses Scheiß. Ich bin extra zur Seite gegangen, dass der mich nicht trifft, ey. Wo soll ich mich denn hinstellen? Dass der mich nicht trifft, ey. Kurzen hier. Ah ja, er ist jetzt da, seht ihr, Freunde? Da ist jetzt noch ein Gegner-Typi. Können wir uns eigentlich zu dem hinziehen? Ja, nicht, wenn er runterfällt. Toll. Ja, leider ist jetzt der Angriffspunkt weg. Aber warte mal, wir können ja, wir haben noch ein Blatt. Er ist tot. Natürlich im falschen Knopf gelegt. Das heißt, es müsste noch irgendwo einer sein. Oh, komm, sag nicht, das ist zu kurz, um von hier wieder da hochzukommen. Ey, ich raste aus. Wir können ja unser Blatt nehmen, genau. Jetzt die Schuhe. Zack. Die Tür ist geöffnet. Müsste hier nicht noch. Oh, hier ist noch eine Truhe. Hier muss noch irgendwo ein Gegner sein. Wir müssen. Hier sind ja noch zwei Flaschen. Also bleibt hier nur noch. Nee, ja. Ah, aha. Da ist noch einer. Kommst du runter? Genau, meine Freunde, genau. Das ist nämlich die zweite Karte und das ist auch unsere letzte Truhe hier. Hat jetzt ein bisschen gedauert, tut mir wirklich sehr leid. So, Marco ist mein Freund. Ein Raum kommt noch, dann sind wir beim Boss. Ja, und ihr seht, hier ist ein bisschen Action. Bombs. Ja.
Ah, hier könnte man auch noch runtergehen, aber müssen wir jetzt nicht. Ist nur für den Fall, dass man runterfällt. Ja, wie gesagt, hier stirbt man halt nicht so schnell, wenn man irgendwo runterfällt. So, hier sind Winde, die uns daran hindern, da durchzukommen. Also wir können da nicht rüberschweben oder so. Hier brauchen wir wieder unseren Freund Makurus. Kann ja über die Winde rüberfliegen. Ihr seht ja, da drüben ist, ja, wie er die Treppen runter jumpt, ne? Ihr seht ja, da drüben ist wieder so ein Ding zum Pflanzen. Und dann haben wir auch gleich den Bossraum erreicht und dann werden wir, da ist ja wieder eine Vase, den Part beenden. Der Boss ist natürlich erst wieder im nächsten Part dann. Oh ja, da ist hier so eine Hand. Sämelein für den Baum. Ja, der macht auch natürlich gleichzeitig den Wind aus. Ja, und ihr seht, das ist auch ein bisschen höher, also können wir sowieso nicht rüberfliegen. Uns bleibt nur der Enddrachen über. Einen Raum haben wir jetzt noch zu lösen, der ist auch, ja. Ja, wie seht ihr, es ist kein bodenloser Raum, man kann, wenn man runterfällt, kommt man einfach wieder hoch raus, wenn man natürlich das letzte Herz verliert beim... Genau, hier sind nämlich drei riesige Windstürme und die verhindern, dass wir da einfach so rübergehen und hier sind drei Eisenblöcke, die wir brauchen werden, um da rüber zu kommen. Makurus, weil wir können ihn natürlich mit den Eisenschild tragen, aber wir sind zu langsam, um an diesen bescheuerten Fallen vorbeizukommen. Nein, Link, du sollst den greifen und nicht da hochklettern. Die machen das immer folgendermaßen. Der ist richtig, ja, genau. Jetzt steht er so, dass er beide hat. So, hier brauche ich schon die Stiefel, okay. Also gegen den Sturm können wir nicht ankämpfen, nur mit den Stiefeln. Warum ist er jetzt da hochgeklettert? Greifen, so. Jetzt schiebe ich die da auch ein bisschen daran. So, dann nerven die uns nicht mehr. Dann können wir jetzt hier bequem. Link. Er muss wirklich bitte Fresse direkt am Stein sein, sonst greift er den nicht. Wir kommen noch ein Stückchen weiter. Das weniger weit brauchen wir den anderen schieben. Ihr seht ja, da ist ein Graben in der Mitte. Oder im hinteren Teil schon des Raumes. Und wir müssen jetzt natürlich mit dem anderen Stein die andere Klingenfeier dort drüben blockieren. Ja, bis hier kommen wir, dann hält der Wind uns. Er macht nicht, was er soll. Er klettert, er rollt, aber er greift das Ding nicht. Wir kommen nicht anders hier rüber. Es gibt keine Möglichkeit, an dem Wind vorbeizukommen. Man kann ihn auch nicht ausschalten. Also macht man den Stiefel wieder weg. So. Jetzt müssen wir den natürlich auf die Höhe von dem anderen schieben. So. Jetzt müssen wir noch die andere Klingenfalle da drüben blockieren. Okay. Ich glaube, wir müssen den noch einmal hier rüber.
So. Die Zwinker ist gut platziert. Jetzt können wir noch Makros holen. Ich glaube, der kann auch. Der könnte auch nicht dagegen anfliegen, gegen den Wind. Ja, der Part ist schon wieder. Oh, der Part ist wirklich schon wieder sehr lang, Freunde. Sehr, sehr langer Part. Aber das ist alles nicht so schlimm. So, wir sind da. Stiefel aus. Groß rufen? Nein, rufen. So. Ja, hier. Ja, da unten müssen wir, bis er die Treppe runterkommt, müssen wir nochmal das Lied spielen natürlich. Das machen wir jetzt noch schnell, egal wie lang der Part jetzt schon ist. Hier haben wir den üblichen Raum, der halt natürlich okay, Geld und nochmal die nötigen Vorbereitungen für den Boss gibt. Die Magie, die wir nicht brauchen beim Boss. Energie immer. Wir haben noch eine Fee. Ja, eine reicht uns, denke ich mal. Boah, nochmal richtig viel Geld. Schön. Wir haben jetzt wieder 1000 zusammen. Dürfte eigentlich. Obwohl, nee, glaub, nee, reicht noch nicht für Tingle. Aber naja, wie gesagt, wir werden erstmal eine größere Fahrt machen. Da werden wir genug Geld zusammenkratzen bei. Ja, wir haben den Warp aktiviert. Ich werde dann nach dem Part Ende speichern. Wir haben nächsten Part. Nächsten Part werden wir durch diese Tür gehen. Da wartet uns der Boss. Ja, ist ein Boss, der in der Form schon, oder sagen wir in ähnlicher Form durchaus schon in Zelda-Spielen vorgekommen ist. Da gehe ich dann drauf ein, wenn wir da dort sind. Aber auch die Weise, wie wir ihn hier besiegen, glaube ich, ist er noch nicht vorgekommen. Aber ja, es gab schon Bosse, die ihm ähneln, also ganz was Neues ist er nicht, aber wir werden sehen. Natürlich müssen wir auch den fotografieren. Aber wir haben jetzt bloß den, ja hier haben wir jetzt bloß wirklich den, wir haben zwei Bilder, wieso haben wir zwei Bilder? Hier noch fotografiert. Achso, den hat ja nicht gezählt. Also, ja, der ist nicht mehr verfügbar natürlich, der. Ich drücke immer auf A, dann muss man auf X drücken zum Löschen. Ja, das möchte ich löschen, so. Ja, den müssen wir nochmal fotografieren natürlich. Ja, wir können es auch noch später machen, aber. Wir werden es jetzt machen. Ja, wie gesagt, er ist nicht besonders schwer. Wie gesagt, da gibt es viel, viel schwierigere Bosse im Zelda-Universum als diesen. Das geht eigentlich alles soweit. Das werden wir im nächsten Part sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Ja, und es ist schon wieder eine Dreiviertelstunde. Tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber kam ein kleiner Anruf dazwischen und so weiter. Bis dahin, meine Freunde.